Wir sind Muslime. Unsere Religion heißt Islam und das steht nicht zur Debatte, dass wir etwas anderes als unser Religionsbekenntnis akzeptieren. Das haben wir dem Bundesministerium, wie auch dem Kultusamt, das für diesen Skandal verantwortlich ist, unmissverständlich klar gemacht. Das Bildungsministerium hat für nächste Woche ein Treffen vorgeschlagen. Wir werden den Termin wahrnehmen. Unsere Haltung ist aber glasklar. Das Vertrauensverhältnis ist aufgrund der unwürdigen Vorgangsweise mehr als nur belastet. Konsequenzen auf Seiten des Ministeriums wird es vor diesem Hintergrund geben müssen. Wir bitten Sie weiterhin, uns Informationen zukommen zu lassen, aber Ihre Kritik, Ihre Beschwerden gebühren allein dem Bildungsministerium wie auch dem Kultusamt. Wir sind Teil dieses Landes. Wir wollen nichts anderes als Wertschätzung, Gleichbehandlung und Fairness. Daher ist es eben so wichtig, dass wir gegen diese destruktiven Kräfte gemeinsam vorgehen können. Die Abgeordnete Frau Bissmann ist ein strahlendes Beispiel für Courage und Mut. Liebe Geschwister, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind in diesem Kampf nicht allein. Wir Muslime müssen die Öffentlichkeit, das Gemeinsame und Verbindende suchen. Daher danke ich Frau Bissmann für alles, was sie bis hierhin geleistet hat. Mit solch mutigen Politikerinnen weiß ich, unser Nationalrat ist in guten Händen. Bitte sehr. Vielen herzlichen Dank. Die ehrenvollen Worte. Ja, wir hatten gerade ein sehr schönes Treffen miteinander. Ich habe dem Präsidenten gratuliert zur Amtszeit. Und ja, ich würde gerne vorlesen aus einem Brief, den ich heute mitgebracht habe. Es gab mal einen Mann, der hatte einen Traum. Und dieser Traum ist mein Traum, unser gemeinsamer Traum. Es ist der Traum Europas. Stefan Zweig, einer der bedeutendsten Schriftsteller, die Österreich je hervorgebracht hat, Er hat eine Vision gehabt in dunklen Zeiten, dass Europa ein Kontinent der Vielfalt ist, der verschiedenen Sprachen und Kulturen und Religionen und in dem die Anerkennung der Unterschiedlichkeit, der unterschiedlichen Eigenarten einen Wert hat und dass daraus eine große Kraft entsteht. Und auf dieser Grundlage stellen muslimische Bürgerinnen in Österreich eine große Bereicherung für unsere Gesellschaft dar. Sie sind Teil der Gesellschaft. Und in diesem Sinne möchte ich Ihnen herzlich zu einem Amtsantritt zum Präsidenten der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich gratulieren. Vielen Dank, Frau Kant. Ich wünsche Ihnen eine erfüllende Amtszeit und dass wir gemeinsam einen Beitrag für einen stärkeren Zusammenhalt in unserem Land leisten werden. Vielen lieben Dank. Danke für den Besuch und wir bleiben weiterhin in Kontakt. Danke für die Einladung. Danke sehr.